Unenthaltsamkeit. Bei vielem Reden bleibt die Sünde nicht aus. Sprichwörter. 10,19. So the monastery wasn't your choice? It was. But when your decision has a reason, is it really a choice? When a brook hits a rock, does it choose which way to go? Oh, fuck me. You're not a brook. You have your own free will. Free will. Choices. But whenever we make a choice, don't we base it on our previous experience? Don't we estimate all the possible benefits in our head? And if we go against the rational, don't we realize that we're being driven by our emotions, by our passions? Do you understand? As I was saying, our will helps us to control our passions, resist temptation. That's true. But when you control your emotions, there's always a reason, right? You can explain why you're doing it, build a string of logic. If the soul didn't exist, all that remains would be your logical shit. How the fuck can one live without a soul? Humans haven't learned that yet. Ask him if he knows what a soul even is. Everyone says soul this, soul that, but can anyone clearly explain what it is? Yes, but even a soul has its own inclinations. Let's say your soul gravitates towards God and mine doesn't. Is that my choice then? Or, in theory, let's imagine that the choice isn't based on anything. What kind of choice is it then? Pure chance? Wait, so you're saying choice is an empty word? Maybe it is. I don't know. I don't even understand the point of this whole choice thing, this freedom that God has graced us with. Why would God need our so-called freedom if in the end he's only satisfied with strictly defined choices? He could have just made me in a way he would have liked me. Immer wieder sehr spannende Gespräche, die wir hier führen. Und Unrecht haben sie ja schon nicht. So. Wie soll man eine Seele erklären? Niemand weiß eigentlich ganz zu 100%, was eine Seele ist. Play? No. I do. Once I played at Bats. Where? Effing Bats. He owns a tavern. You played in front of people? I got a standing ovation. Can you play something? How can I? Vierfach Ikone. Diese Ikonen waren nie besonders beliebt, obwohl es im Laden nur 10 statt der 20 Rubel für 4 einzelne Ikonen kosteten. Schließlich sind 4 Ikonen an der Wand nicht zu verachten. Gut. Sagen mir jetzt auch nicht unbedingt was? Die 4 Ikonen?
Und da gibt es auch noch was zum Anschauen. Oder zum Anzünden, besser gesagt. Ja. Gitarre spielen wird er wohl nie wieder können. Leider ziemlich schade ist. Ich schätze mal, da hinten ist nichts. Nee. Boah, mega Riesenwale. Who are they? I don't know. Never seen those before. Die bewegen sich nicht wie Menschen. Das ist klar. Okay. Wir haben hier zwei Fahrstühle. Wir müssen die wohl irgendwie so hin setzen, dass wir da hochkommen. Okay, nee, das war glaube ich eins zu weit. So, aber hier kommt man nicht mehr weg. Okay, dann muss dieser Fahrstuhl dahin. Dann kann man hier den Fahrstuhl rufen. Wait a second, ich muss da kurz... Dahin kommt man ja nicht. Das kann lustig werden. Gibt's oben auch einen Knopf? Ne, gibt's nicht. Und hier den Knopf? Auch nicht. Hier gibt's auch keinen Knopf. Und weiter runter geht's nicht. Das ist die Etage. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ah, okay, wait. Jetzt können wir darüber. Wenn kein Lift da ist, dann kann man den Knopf drücken, okay. Und jetzt können wir eigentlich darüber gehen.
Okay. Einfacher als gedacht. Aber habe ich ein bisschen zu weit überlegt. Die beiden sind weg, wie es aussieht. Riesig. Schon interessant. Die ganzen Tiere, die es hier gibt in dieser Welt, sind irgendwie alle zu groß. Wir haben die Ziege gesehen, die unglaublich riesig war. Die Schweine, die unglaublich groß waren. Here's what I think. Oh, shit. Here we go again. I'm not telling you anything from now on. Oh, come on. I'm joking. Tell me. You were wondering about freedom. Why did God make you free? Here's what I think. If I were the Tsar, I wouldn't want my wife to be a slave. I would find myself a free girl that can love me genuinely. Do you understand? Yes, it's a good example. But now imagine if your Tsar has found himself a girl he loves. Can you? So? So he confesses his feelings to her and invites her to his palace. So? And now imagine that the Tsar also says, if you come, I'll drape you in gold. And if you don't, I'll hang you on a hook and burn you slowly. This also requires her to return his feelings. I see where you're going with this. But it's not God who burns people in hell. That would be those damn demons, enemies of mankind. Very well. In this case, the Tsar says, if you come, I'll cover you in gold. And if you don't, Parf and the Butcher will catch you, hang you on a hook, and burn you slowly. I love you endlessly, but can't do anything about it. Think about it. If even the Tsar can't actually do anything about this Butcher because of some unclear circumstances, why can't he just stay silent? So you're saying nobody can love God genuinely? No. No, it's not like that. Sie versucht es zumindest, ihm zu erklären, was sie eigentlich sagen möchte. Aber verstehen tut es irgendwie nie. Oh, nein, sind noch so riesige Fische. Holy smokes. Noch riesige Dosen, also, hä? Wer kauft so riesige Dosen? We have to check one place before the line. Where? You'll see. I've hidden something there. All right. Das war wohl wirklich Kaviar, in was wir da reingefallen sind. Exactly. We have to go over there. Ah, nach da drüben. Keine Ahnung, wohin. Und Hauptsache, er lässt mich jetzt hier zurück. Irgendwie. Da oben ist sie. Vielleicht mal schauen. It's not that complicated. Natürlich wissen wir, wie wir alles hier steuern können und müssen. Okay, das geht schon mal nicht. Greifen, loslassen.
sure? War's das schon? Brauchen wir gar nicht mehr? Mal schauen. Riesige Dosen. Okay, da geht's offensichtlich nicht lang. Aber hier ja auch nicht. Können wir da eine Dose drauf tun? Nicht verlassen. Ah, da kommen die, glaube ich, hoch. Können wir das Teil dahin fahren? So, okay, ich seh's. Ich hab's gesehen. Dann können wir hoffentlich auf das Teil rüber, ja. Halbwegs okay geparkt. Do you really need it? You'll see. Wie viel Indica hier klettern muss. Are we even allowed here? It's nobody here. Everyone's asleep. The one on the right is ours. Glimmering lights. It's called a stroboscope effect, like looking through a bike wheel. Yeah, I'll, Well, I mean, it's pretty. We climb all the way here just for this. I'll show you. Sit down. This puddle, she's a singer.
I paddle? Because this is Seba. He's a guitarist. Quiet forest, lullaby. All the stars are in the sky. Silent shepherd, crescent moon. Plays a cheerful trumpet tune. Only in the dark of night, stars above us shine. Someone like him? So what do we do? Pray? Sieht gar nicht gut aus.